Fühlst du dich zu Männern hingezogen, obwohl du ein Mann bist? Hast du Gefühle, über die du mit niemandem reden kannst? Hier kannst du dich anonym mit anderen austauschen. Ich habe nur Unterlagen vergessen. Und ich habe nur eine Anzeige aufgegeben wegen deinem Zimmer. Mehr nicht. Wenn du wissen willst, wann ich ausziehe, das kann ich dir leider immer noch nicht sagen. Nein, bleib ruhig, solange du willst. Ich hab nur was vorformuliert hier. Man muss sich ja schon überlegen, wem man sich ins Zimmer holt, hä? Sonst gibt's nur Chaos. Was für ein Chaos? Ja, ich meine... Vergiss es, okay? Ja, bis dann. Oh Mann, so geht das nicht weiter. Nickname Gast 84. Hi, ich bin heute das erste Mal auf dieser Seite und eigentlich weiß ich auch gar nicht, was ich hier soll. Ein Bekannter hat mich vor kurzem geküsst. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch mit einer Frau zusammen. Einer tollen Frau. Ich habe sie geliebt. Aber dieser Kuss, bin ich jetzt schwul, weil ich den Kuss von einem Mann nicht vergessen kann? Nachricht von Halunke. Hey, Gast 84. Ein unpersönlicheres Kennwort ist dir nicht eingefallen, oder? Ja, ich hab einen Namen gesucht, der möglichst neutral klingt. Und du kannst den Kuss eines Mannes nicht vergessen? Vielleicht verabschiedest du dich ja erstmal von diesem Schwul-Hetero-Schwarz-Weiß-Denken. Möglicherweise hast du dich ja einfach in einen Menschen verliebt. Ehrlich gesagt, weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich fühle. Ich habe mir eingeredet, dass ich den Kuss total widerlich fand, aber immer wenn ich diesen Typen sehe, dann bin ich komplett durch den Wind. Hey, das hört sich so an, als hättest du dich ziemlich erwischt. Quatsch mit 3 Ausrufezeichen. Ist klar. Ich fand's beim ersten Mal auch eklig, oder besser gesagt, wollte ich mir das einreden. Aber dann, 2 Tage später, ist mir plötzlich ganz heiß geworden. Und auf einmal wusste ich, den Mann will ich nochmal küssen. Mein Problem ist im Moment, wie ich mit dem Typen umgehen soll. Ich krieg schon Schweißausbrüche, wenn wir beide im gleichen Raum sind. Ich habe mich gerade auch total verknallt. Mir geht's genauso. Sobald ich ihm gegenüberstehe, kriege ich den Mund nicht auf. Ist er denn auch in dich verknallt? Schön wär's. Aber er ist 100% hetero, ich habe keine Chance. Das ist hart. Aber vielleicht denkt er ja auch nur, er ist hetero. Lenk mich ab. Du solltest auf jeden Fall mit deiner Flamme reden. Vielleicht wartet er ja nur darauf, dass du den ersten Schritt machst. Bin jedenfalls immer froh, wenn das der andere übernimmt. Danke, aber ich glaube, ich bin noch nicht so weit. Probier es aus, dann weißt du es. Ach übrigens, ich kann doch früher in die Wohnung. Also falls ihr eine Nachmieter habt. Haben wir nicht. Ich zahle natürlich bis Ende des Quartals. Sag mal, es wäre schön, wenn ihr morgen mal die Kästen entsorgen könntet. Machen wir. Also bis morgen. Mich warten noch ein paar Akten. Du, Olli. Ich glaube, wir müssen mal reden. Klar. Worüber? Der Nachmieter. Wir sollten mal einen Aushang machen. Ich kann ja Timo fragen. Der wohnt in Ratingen, sucht schon länger was hier in der Stadt. Ach, ist das nicht dein One-Night-Stand aus dem Studio?
War nur so eine Idee. Vielleicht wäre es eh besser, wenn wir nicht mehr zusammen wohnen. Ja, vielleicht. Sag mal, willst du eigentlich unbedingt einen Nachmieter oder könnte es eigentlich auch eine Nachmieterin sein? Mir egal. Egal oder okay? Was? Eine Frau. Von mir aus? Ein Mann wäre dir schon lieber, ne? Christian, die Frage bleibt doch, ob wir überhaupt weiter zusammenwohnen wollen, wenn Lars ausgezogen ist. Ich glaube nämlich, dass du doch ein Riesenproblem damit hast, dass ich nicht verknallt bin. In dem Fall würde ich dann lieber ausziehen, bevor wir uns den Kampf noch länger geben. Ich habe damit überhaupt kein Problem, Oliver. Die Frage ist, was ist mit dir? Ich habe von Anfang an gewusst, dass das mit uns nichts werden kann. Ja, dann wäre doch alles geklärt. Ja. Schön, dass du hier bist. Und? Hast du ihm endlich gesagt, was mit dir los ist? Ich war zu feige, wie immer. Dann bist du einfach noch nicht so weit. Nur kein Stress, das wird schon. Und bei dir? Gibt's was Neues? Nada. Ich suche mir mal Typen aus, die unerreichbar sind. Was sagt Dr. Freud dazu? Dass du nicht aufgeben darfst, weil auch der letzte Blinde eines Tages einsehen wird, was für ein süßer Kerl du bist. Danke, Dr. Freud. Grins. Das war übrigens ernst gemeint. Ich habe das Gefühl, wir sind uns sehr nahe. Ich glaube, ich könnte dir wirklich alles erzählen. Geht mir genauso. Ohne dich würde ich mich hier schon längst nicht mehr rumtreiben. Ich drück dich, wo immer, wer immer und wie immer du bist. Ich drück dich, wo immer, wer immer und wie immer du bist. Ab wann ist das Zimmer frei? Kann ich dir leider noch nicht genau sagen, aber sobald Lars eine neue Wohnung gefunden hat. Aber du hättest grundsätzlich Interesse, oder wie? Hätte ich denn eine Chance? Ich werde mal ein gutes Wort bei meinem Mitbewohner für dich anlegen, okay? Danke, dann bis hoffentlich bald. Ciao. Meinst du, wir können die hier aufhängen? Nicht nötig. Ich glaube, ich habe schon eine Nachmieterin gefunden. Mhm. Wen denn? Sitzt da vorne am Tisch, heißt Judith. Was macht die so? Jobmäßig, meine ich. Sie studiert Architektur. Mann, wie... gehört? Ja, ich hab nur Deo. Ich brauchte Deo. Rasierschaum. Das Rasierschaum. Bin auch gleich fertig. Übrigens, diese Judith, die letztens da war, die hat sich das Zimmer angeguckt. Ich fand sie echt nett. Ja, wäre klasse, wenn wir bald einen Ersatz für Lars finden würden. Ja. Hättest du was dagegen, wenn sie heute Abend vorbeikommt? Ich könnte was kochen. Nö. Ich hab Freude.